Also, es ist Zeit zum Optimieren. Muahaha. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich würde nämlich ganz gerne, dass das. Ah! Ich würde gerne nicht überfahren werden. Danke. Ich brauche unbedingt irgendwelche Warnleuchten. Das Ding ist leer. Oh Mist. Okay, also ich muss gleich mal kurz nach oben fahren. Und oben gucken, was da jetzt los ist, warum das Ding nicht ordentlich befüllt wird. Sollte ich mich beeilen? Die, nicht groß, nicht groß, nicht groß. Nein, nein, nein. Jetzt habe ich große Kisten. Panik-Girugon ist nie gut. Panik-Girugon macht immer noch Mist. Setz dich in den Zug, entspanne erstmal ein bisschen, trink ein Käffchen. Und wenn wir dann oben ankommen, kannst du das da fixen. Ich habe jetzt fünf, nee, drei große Kisten gebaut. Also wir finden dafür bestimmt irgendwo einen Platz, aber was schönes Stahl. Hier, nimm Eisen. Aussteigen. So, das Problem ist, dass nur die vorderen Ärmchen was nehmen, weil nicht genug Erz ankommt. Das lässt sich beheben. Mach bitte mit Landfill hier alles zu. Das ist eh lästig. So. Geh weg. Bäume und Wasser sind lästig. Wir wollen eine Betonwüste haben. So. Und dann bauen wir jetzt hier überall auch noch die Dinger dahin. Wobei wir theoretisch ja mal diese abgefahrenen Sachen benutzen könnten, oder? Das da zum Beispiel. Bräuchten wir allerdings Ziegelsteine für. Das ist ja komisch. Eisen hätte ich ganz gerne. So. Ja, und Rubber. Dafür auch. Ja, gut, nee, dann bau einfach mal ein Stack davon. Und dann nehmen wir dich da weg. Und ziehen das ein bisschen anders auf. Du musst da auch weg. Du kannst da weg. So, du. So rum. So rum. Damit hier das ganze Eisen verbraucht wird. Dich verknüpfen wir, Baum weg. Dich verknüpfen wir so damit. Das heißt, die von oben kommt, linke Seite wird ganz schön befüllt. Da oben ist wieder ein Stromproblem. Das machen wir auch kurz weg. So. Holz. Dann kommt hier noch ein Drill hin. Da noch ein Drill hin. Das Eisenfitzelchen, den Rest wird von dem da aufgemüffelt. Hier sind noch welche über. Das heißt, relativ mittig hier. So. Die werden alle von denen da aufgegessen. So müsste das okay sein. Du befürchtest, dass die rechte Seite von oben kommt, aber nur hier hin. Das heißt, die zwei bekommen das gar nicht ab. Aber ist auch okay. Haben wir noch mehr? Bauen mehr davon. Die Ecke da wird nämlich nicht abgebaut und die Ecke da auch nicht. Dann brauchen wir hier noch einen Drill, da noch einen Drill. Die Drills müssen hier weiter nach hinten platziert werden. Sonst wird das Eisen hier hinten halt nicht abgebaut. Das heißt, die brauchen auch nochmal einen extra Zugang. Bleibt am Ende hier unten noch eine Reihe. Aber die bleibt dann halt da. So, jetzt müssten die durchgehend eigentlich genug haben. Wobei du Speed-Modul bekommst. Speed. 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 So. Und jetzt, ja, ist immer noch nicht genug. Ist nicht so, dass die da hinten jetzt auch durchgehend Eisen bekommen, oder? Nee. Okay. Schnellere Fließbänder. So. Du bekommst zu wenig Eisen. Okay.
Dann machen wir halt auch hier schnellere Fließbänder. So. Ja, viel besser. Viel, viel, viel besser. Alle bekommen Eisen. Überall kommen Eisenplatten raus. Und irgendwie geht das trotzdem fast immer nur auf die rechte Fließbandhälfte. Ich mach das mal anders. Ich mach das die beiden hier. Halbe da. Die zwei Öfen machen nur auf die linke Seite. So, und die machen primär auf die rechte Seite, aber sie können auch auf die linke Seite setzen. Sieht schon mal ein bisschen verteilter aus. Aber trotzdem kommt hinten halt nicht so viel an. Ja gut, das könnte ich nur beheben, wenn ich jetzt die hellblauen Fließbänder nutzen würde, aber... Oder ich mache einen Splitter. Also ich könnte... Ich überlege mir gerade, ob ich einfach hier ein Loch reinmache und das Fließband dann hier rumlaufen lasse, dass die hinteren beiden Öfen nur die da befüllen. Und das mache ich sogar mal. Und dann brauchen wir gar keine schnellen Dinger mehr. Reicht doch was Normales. So. Ja. Scheiße. Jetzt kriegen die da wieder nichts ab. Also ist nicht perfekt. Aber es ist schon mal ein bisschen besser verteilt als vorher. Wie viel Eisen haben wir allgemein so drin? 50 Stück jeweils. Das ist nicht viel. Also der Zug scheint schon einen Großteil hin und her geschafft zu haben, was ich hier in der Zwischenzeit angesammelt hatte. Und da staut sich alles auf der Seite. Ah, ist okay. Solange die Dinger durchgehend arbeiten, ist alles okay. Ich gebe den mal schnelle Reinholer. Mal gucken, wie das dann aussieht. Besser. Achso, und jetzt, wo wir das verteilt haben, müssen die natürlich auch wieder lange Ärmchen dazwischen bekommen. Okay, ja, alles ist instant leer. Das heißt, du musst keine 30 Sekunden hier bleiben, sondern 15 reicht. Na, mach mal 20 draus. 20 Sekunden in Erz 1 und in Home wirst du auch nicht so lange zum Entladen brauchen, weil halt nicht so viel da ist, was entladen werden muss. Also eigentlich wäre jetzt ein recht guter Zeitpunkt für eine weitere Kolonie, weil der Zug halt nicht ausgelastet ist. Und es sind nur 3 Waggons. Ne? Es sind 3 Waggons und es ist auch kein gepanzerter Waggon, es ist kein schneller Zug, da könnten wir noch richtig viel pimpen, dass mit der Länge wir wesentlich schneller hin und her kommen und wesentlich mehr transportieren. Also ich hoffe, bete ja immer noch, dass die gepanzerten Wagen auch mehr transportieren können als die normalen Wagen. Und nicht einfach nur mehr aushalten. Vor allem gibt es hier auch High-Speed-Lokomotiven, aber auch High-Speed-Anhänger. Das wäre dann komisch. Wozu ein High-Speed-Anhänger? Die Geschwindigkeit macht doch eigentlich die Lok. Also gehe ich davon aus, dass die High-Speed-Anhänger auch mehr Traglast haben als die gepanzerten Anhänger und so weiter. Aber gut. Hier oben kann ich nicht mehr allzu viel machen. Ich könnte Electric Furnace MK3 erforschen, aber es dauert. Die haben alle 3er Speed-Module drin. Also alle 3 2er Speed-Module drin. Ja. Fahre mich bitte nach Hause. Achso, richtig rum bitte. So. Ja doch, die leeren sich schon. Also bei manchen Kisten puffert sich ein bisschen was. Zum Beispiel die da sind nicht leer geworden. Aber das ist okay. Wie viel hast du jetzt dabei? 285. Wenn das in den anderen beiden Waggons auch so aussieht, dann transportierst du jedes Mal 900 Eisen pro Minute. Kann ich jetzt schwer einschätzen, ob das viel oder wenig ist, aber es hört sich nach wenig an, wenn man bedenkt, wie schnell unsere Fließbänder leer werden. Ja, und hier staut sich jetzt zu viel. Okay. Das war ja eh eigentlich der Fokus für diese Folgen,
dass das jetzt alles einigermaßen gut funktioniert hier. Also schnelle Fließbänder. So. Ja. Achso, und schnelle Fließbänder auch im Hintergrund noch. Keine unterirdischen Fließbänder. Schnelle Fließbänder bauen, dafür brauchen wir gleich wieder neue Zahnräder. Haben wir unterirdische Route? Ja. Her damit. Nein, keine komischen Türme hier hinbauen. Da. So, besser. Guti. Eisen kommt. Schnell. Von hier halt nicht so sehr, weil keine Kisten da sind und kein anderes Zeug. Also, genau, große Stahlkisten. Bau bitte normale Stahlkisten. Danke. Hör auf, mich hin und her zu schieben, doofes Fließband. So. Dann schnelle, normale, nicht filter Ärmchen. Also sehr schnelle. Falsch rum. So. Das heißt, jetzt müsste von beiden Seiten gleichmäßig entladen werden. Das Ding braucht allerdings noch halbe Ärmchen. Ohne Filter. Braucht Eisen. Haben wir komischerweise hier rumliegen. Gib mal her. So. Da. Ich werde befüllt mit Treibstoff. Das ist sehr gut. Und es dauert eine Weile, bis die halben blauen fertig. Zug. Ja. Okay. Ja, schon viel besser. Okay. Also es wird sich immer hier stauen. Aber wenn es sich stauen sollte, wenn der Zug gerade wieder zurückkommt von Erz 1, dann hätten wir ein Problem. Jetzt ist es klar, dass es sich staut, weil, ne? Oh ne, ist kein Problem. Okay. Also jetzt ist klar, was sich staut, weil halt alles ankommt und so weiter. Aber wenn der Zug wegfährt, zu Erz 1 hin, in Erz 1 bleibt und Erz 1 wieder zurückfährt hierher, in dem ganzen Zeitraum hat das System hier ja Zeit, sich zu resetten. Also sich vorzubereiten auf den nächsten Schwung. Das heißt, den Zyklus würde ich jetzt ganz gerne einmal abwarten. Das heißt, wir gucken jetzt, wie lange dauert das mit dem Entladen und dann passen wir es dementsprechend an. Wobei, selbst wenn wir die Dinger jetzt mit roten ersetzen, ist es kein Platz mehr auf dem Fließband. Ich glaube, das ist proppevoll, oder? Obwohl, eins könnte hier noch auf der von oben kommend linken Seite, also auf der rechten Seite, wie wir gerade drauf gucken, da ist noch Platz. Ja. Und die Kisten? Ja, der Zug ist gleich schon wieder auf dem Weg nach unten. Die Kisten hier haben sich nicht wirklich entleert. Was ja gut ist, ne? Also, wir haben dann auch einen schönen Puffer eigentlich. Ja, hier ist alles blendend. Hier ist allerdings nicht so vollgepackt, wie ich es gerne hätte. Also irgendwo ist hier drin noch ein... ein Hemmfaktor. Also guckt euch das mal an. Hier oben, richtig schön dicht an dicht. Hier hinter diesen komischen Kurven, ist das nicht mehr dicht an dicht. Ich teste mal ganz kurz was. Also es kann eine rein optische Sache sein. Ups. Es kann eine rein optische Sache sein, dass es eigentlich schnell ist, aber mir nur langsam vorkommt, wegen irgendeinem Trick des Gehirns, das mit dem Auge arbeitet oder was weiß ich. Oh, nicht so. Nein. Aber ich glaube, das hat mit den Kurven zu tun. Ähnlich wie meine Theorie ja auch bei den Bahnen oder bei den Zügen ist, dass... boah, wir können dich unterirdisch machen. Also bei den Zügen das so ist, dass wenn sie zu viele Kurven fahren müssen, dass sie halt nicht Höchstgeschwindigkeit fahren können, was sehr viel Sinn macht. Das sieht jetzt gut aus. Könnte es auch bei den Fließbändern so sein. Also wenn die zu viele Kurven machen, dass dann auch immer wieder ein kleiner Zeitverlust drin ist. Ja, weil das sieht jetzt besser aus als vorher. Das heißt, hier dürften wir auch keine Kurven machen, ha? Ja. Also kurvenfreie Systeme wären eine schöne Sache. Aber das ist hier vollkommen egal, weil... oh, ich habe ein Anwendungsgebiet für unsere großen Stahlkisten gefunden. Warte. Ah, es ist ein Puffersystem, da können wir nicht einfach alles reinschmeißen. Das ist schade. Wobei.
können wir doch, wenn wir es geschickt anstellen. Gib mich da. Ja, Forschung mache ich gleich. Eine rein, eine raus. Eine rein, eine raus. Eine rein, eine raus. Was? Achso. So. Das heißt, wenn Überschuss da ist, wird es hier reingeschmissen. Ganz langsam. Und wenn Mangel da ist, wird es raufgelegt. Ebenfalls ganz langsam. Es ist nur dazu da, um so ein bisschen den Stau hier aufzuheben. Ja, okay. Und ich habe Platz im Inventar, weil die großen Kisten jetzt nicht mehr da sind. Und ich werde mit Chips beliefert. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Das zeigt nämlich, dass unten die Kiste mit den grünen Chips sich füllt. So, jetzt Forschung. Laserturm haben wir erforscht. Das ist gut. Ich hätte jetzt gerne den gepanzerten Wagen. Research. Und ich hätte gerne gesehen, ob die blauen Tränke sich jetzt endlich mal zumindest ein klitzekleines bisschen stauen. Oh, war. Baum weg.